So, willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir sind ja gerade damit beschäftigt, eine Befreiungsaktion für Königin Anora zu starten. Die wurde ja hier von Al-Hau auf dessen Anwesen gefangen genommen. Und zwar weiß sogar ihr eigener Vater Logan davon. Und die Befürchtung besteht, dass die Gute hier ermordet werden soll und das Ganze dem Al-Imen in die Schuld geschoben werden soll. Das ist natürlich überhaupt nicht gut für uns. Und deswegen versuchen wir jetzt hier ins Anwesen zu kommen. Aber ihr müsst schnell sein. Mit Hilfe von Erlinda, ihrer Zofe. Tja, erstmal Verkleidung anlegen. Rasch, meine Herrin hat nicht viel Zeit. Und? Seid ihr soweit? Ich werde die Wachen ablenken. Wozu sind die Uniformen gut, wenn sie uns nicht reinbringen? Könnten wir mal fragen. Die beiden wissen, wer kommen und gehen darf. Ihr könnt sie nicht täuschen. Aber im Haus dürfte die Uniform ihren Dienst erfüllen. Na, wollen wir mal hoffen. Dann mal los. Ich locke sie in den Hof. Wartet in den Büschen. Okay, Quest aktualisiert. Wir sind außerdem verkleidet. Also, Elina wird die Wachen ablenken, damit du den Palast betreten kannst. Warte in den Büschen, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Die Büsche sind hier hinten, da sollen wir warten. Na, mal gucken. Ihr müsst kommen. Ich habe etwas gesehen am Brunnen. Dunkle Brut, fürchte ich. Dunkle In Brut? Dennerim? Sie werden uns alle nach unten ziehen und auffressen. Sollen wir Hilfe anfordern? Bist du völlig bescheuert? Hilfe anfordern? Damit wir dastehen wie furchtsame kleine Mädchen? Nur wegen eines klingohrigen Frauenzimmers? Sie werden uns bei lebendigem Leib auffressen. Bitte holt Hilfe! Aber wenn da etwas ist und wir nicht Alarm schlagen, stehen wir noch viel schlechter da. Bei Andrastes heiliger Unterwäsche. Gut, wir überprüfen den Hof, damit du dir nicht in die Hosen machst. Aber da ist nichts. Tja, die beiden sind wohl auch nicht die hellsten. Es war hier drüben. Schnell! Und schon sind sie wohl weggelockt. Und unsere Chance, ins Gebäude zu kommen, ins Anwesen. Schnell nochmal gucken. Kein anderer da. Dann los. Wollen wir doch mal sehen, was hier drinnen abgeht. Ist zu erwarten, dass da eine Menge Soldaten rumlaufen. Wachen von Hau. Und dann heißt es, das Zimmer zu finden, wo Anora gefangen genommen wird. Aber ich denke, so einfach wird das gar nicht werden. Trotz der Verkleidung. So, komm. Da sind wir. Anwesen des Aals von Denerim Innenbereich. Tja, Karte noch nicht aufgedeckt. Wissen wir also auch nicht, wohin. Es hat ewig gedauert, die Ah, da beiden ist Erlina loszuwerden. wieder. Ihr müsst jetzt vorsichtig sein. Die Diener sehen sich jemanden in Uniform nicht genau an. Für einen Koch sehen alle Wachen gleich aus. Aber versucht trotzdem nicht aufzufallen. Das ist so einfach Die meisten gesagt. Wachen sind neu und werden nicht sofort erkennen, dass ihr nicht dazugehört. Haltet euch besser von allen fern und fallt nicht auf. Tja, und wo ist Anora? In einem Gästezimmer an der Haupthalle. Andraste leite uns. Und wo ist diese Haupthalle? Naja, erstmal Quest aktualisiert. Es ist dir gelungen, Hausanwesen zu betreten. Jetzt musst du Königin Anoras Gemächer finden und sie sicher aus dem Anwesen herausbringen. Dann mal los, würde ich sagen. Hier haben wir schon die ersten und ja, Chefkoch Der und ein paar andere gefürchtete Köche. Andraste spricht nicht schlecht Die haben von nichts mir. gemerkt. Oh, hier Soldaten. Denen fällt auch nichts auf, aber es ist immer noch nicht zu sehen, wo Anora sich befindet. Wo gehen wir denn jetzt lang? Vielleicht mal hier außenrum? Ja, hier sind weniger Soldaten. Macht sich vielleicht ganz gut. So Oh, da hat kommen sie die sich nächsten. festes Land. Dafür ist Tau viel zu geizig. Vermutlich brät der Kopf die Elfen, die hier eingebrochen sind. Das macht die Sache aber auch nicht ganz gut gekommen. Vorgestern. Tja, schon etliche Soldaten gesehen. Wenn die hier mitkriegen, wer wir sind, Ich war noch nie so dann froh, haben wir ein einfach zu Problem. verschwinden.
Verbring du mal ein paar Nächte in einem Schloss voller Leichen. Na, ich denke, hier in den kleinen Zimmerchen wird sich nichts befinden. Wir könnten zwar gucken und plündern, aber dafür ist eigentlich auch keine Zeit. Wo rennen wir denn jetzt lang? Kerker? Na, ich weiß ja nicht. Versuchen wir es mal hier. Ah ne, da geht's raus. Raus wollen wir nicht. Zumindest nicht ohne die Königin. Oh, was kommt jetzt? Hier sind wir richtig. Der graue Wächter ist hier, Herrin. Dem Erbauer sei Dank. Ich würde euch ja angemessen begrüßen, aber wir hatten einen Rückschlag. Was ist mit dieser Tür los? Die leuchtet so komisch. Tja, welche Art von Rückschlag, wenn ich da mal fragen darf. Es reichte meinem Gastgeber nicht, mich bewachen zu lassen. Er hat die Tür magisch versiegelt. Ja, wie öffnen wir sie? Mit dem Magier, der den Zauber gewirkt hat. Er ist vermutlich bei Ja, das ist ja ganz toll. Ich bezweifle, dass er die Tür ja so einfach öffnen wird. Falls er noch nicht weiß, dass ihr hier seid, kann es jetzt nicht mehr lange dauern. Naja, das klingt doch irgendwie nach einer Falle. Bitte, Wächter, ich flehe euch an. Lasst meine Königin nicht zu. Haben wir ja nicht vor. Befreit mich. Dann werde ich mich beim Lanting für euch verwenden. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen gehen, bevor die Wachen uns entdecken. Taryn Howe ist vermutlich in seinen Gemächern. Am Ende der Halle, auf der linken Seite. Mal sehen, ob wir die finden werden. Rette die Königin, Anora. Du hast die Königin gefunden. Aber sie scheint durch Magie in ihrem Raum festgehalten zu werden. Da Howe ihren Berichten nach vollkommen ungehindert kommen und gehen kann, muss er Antworten für dich haben. Finde Al-Howe und bring ihn dazu. Ja, jetzt habe ich ein bisschen zu früh weggeklickt. Naja, ich denke mal, bring ihn dazu, die Türen zu öffnen. Auf der Map wird mal wieder nichts angezeigt. Letzte Tür links. Wir rennen hier einfach mal durch. Decken so ein bisschen die Karte auf und dann wird es vielleicht auch früher oder später hier den Questmarker geben. Ah, hier sieht es doch schon ganz gut aus. Könnte sein, hier links rein. Mal noch umgeschaut, da liegt ein Buch. Das können wir lesen. Gibt mit Sicherheit einen Kodex. Ah, über Antiva. Gut. Antiva ist die Stadt halt, wo die Krähen herkommen. Lese ich jetzt auch nicht vorher. Hier haben wir noch eine Dokumententruhe. Dokumente der Grauen Wächter. Schriftstücke mit dem Siegel der Grauen Wächter. Der Text ergibt keinen Sinn. Ist vermutlich verschlüsselt. Nehmen wir trotzdem mit. Klar. Können wir ja nicht einfach hier lassen. Vielleicht finden wir ja einen, der die entschlüsseln kann. Und was passiert nun? Da steht eine Wache. Ups. Die steht nicht mehr lange, denke ich mal. Der Gefangene hat die einfach mal so umgenietet. Aber wer ist dieser Gefangene? Wird sich bestimmt gleich herausstellen. Na komm. Danke, dass ihr für Ablenkung gesorgt habt. Ich habe Tage auf so eine Gelegenheit gewartet. Also den kenne ich nicht. Könntet ihr vielleicht... Alistair, seid ihr Der das? Kennt Alistair, ist ja schon... Wer wartet? Ich kenne euch. Ihr wart bei meinem Bein. Ah, ein grauer Wächter wahrscheinlich. Einer von uns. Ein Wächter aus Orlais. Jada, glaube ich. Oder Monsimar. Ich fürchte, euer Name ist mir entfallen. Ich bin Riord, leitender Wächter von Jada. Geboren und aufgewachsen in Hyever. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Tja, wie hat Al-Howe euch denn gefangen genommen? Mit Gastfreundschaft und einem vergifteten Kelch. Ich war so dumm zu glauben, Loghain wüsste noch nicht, wer ich bin. Tja, was macht ihr hier, oder sind das eure Dokumente? Ja, das sind meine Aufzeichnungen. Die Namen der Toten von Ostagar.
die ich kannte oder aus Duncans Rekrutierungsberichten entnehmen konnte. Kopien des Beitrittsrituals, die ich aus Denorim retten konnte. Kein Außenstehender darf sie je zu Gesicht bekommen. Aber ich vertraue auf ihre Verschlüsselung. Beitrittsritual? Könnt ihr graue Wächter ernennen? Wäre ja ganz gut. Ich, wenn ich könnte. Für Raiden würde sie dringend. Sehe ich auch so. Allerdings braucht der Rekrut für den Beitritt nicht nur frisches Blut der dunklen Brut, sondern überdies einen Tropfen Blut eines... Tja, wo sollen wir das denn hernehmen? Für Raidens Vorrat davon ist aus der Schatzkammer verschwunden. Ich vermute, dass ihn jemand genommen und Loghain ihn konfisziert oder vernichtet hat. Dann müssen wir die natürlich zurückholen. Wie ihr wisst, sind die Erfolgsaussichten des Beitritts ohnehin gering. Loghain hat den Wächtern weit mehr angetan, als uns neuer Rekruten zu berauben. Und wenn man den Gerüchten in Denorim Glauben schenkt, plant ihr bereits seinen Sturz. Woher weißt du das? Wer hat's dir erzählt in deiner Zelle da? Wo ist denn der Alhau? Ich sah ihn in die Kerker gehen. Vielleicht ist er noch dort. Ah, so. Ja, warum seid ihr nicht bei Ostaga gefallen? Komische Frage, aber finde ich jetzt mal gut. Ich wurde aus Orlais hergeschickt, als wir nichts von König Kaelin hörten. Der König hatte alle Wächter aus Orlais mitsamt ihrer Truppen zu sich gerufen. Und dann nichts. Tja, und wie groß ist eure Streitmacht? Wir hatten 200 Wächter und 2 Dutzend Kavalleriedivisionen. Wir hörten zum ersten Mal von Loghains Edikt, als wir an der Grenze abgewiesen wurden. Und dann erreichte uns das Gerücht, dass Wächter für das Massaker verantwortlich waren. Also beschlossen wir, einen Kundschafter zu entsenden, um herauszufinden, wie wir gleichzeitig die Verderbnis und Loghain bekämpfen können. Als Kind für Raidens meldete ich mich natürlich freiwillig. Aber der Erzdämon kommt. Kann uns niemand helfen? Die Wächter werden sich nicht in den Bürgerkrieg einmischen. Wenn sie ihre Stärke im Kampf gegen Loghain vergeuden, gibt es keine Hoffnung mehr. Sie wissen nur zu gut, wie viele Städte der ersten Verderbnis zum Opfer fielen. Wenn Ferelden zu töricht ist, sich zu retten, sind wir wenigstens gewappnet, wenn der Erzdämon weiter vorrückt. Und überhaupt? Ich hörte, dass ihr eine ansehnliche Armee ausgeholt. Also der ist ja echt gut informiert da in seiner Zelle gewesen. Könnte ich eine Nachricht schicken, sobald wir hier weg sind? Was können wir jetzt tun? Ich würde sagen, zuerst müssen wir hier weg. Ach echt? Es wäre nicht gut, wenn einer von uns am Ort eines Massakers aufgegriffen würde. Wir waren bei Arl Eamon auf seinem Anwesen. Wenn ihr eine Bleibe sucht, werdet ihr bei ihm gewiss willkommen. Gut, bei Arl Eamon. Und viel Glück, Bruder. Dir auch, Bruder. Na gut, Quest ist auf jeden Fall mal aktualisiert. Du hast einen grauen Wächter namens Riordan gefunden, der in einer Folterkammer festgehalten wurde. Er hat dir erzählt, dass Alhau sich vermutlich im Kerker aufhält, der sich zweifelsohne im Untergeschoss befindet. Finde Hau und bringe ihn dazu, die Königin freizulassen. Also heißt es jetzt in den Kerker, oder? Ah, hier geht's gleich runter. Passt natürlich. Da soll der Schuft also sein. Ich hoffe mal allein, denn dann hätten wir leichtes Spiel. Aber wir werden es gleich herausfinden. So, da sind wir dann. Haben wir immer noch diese komischen Uniformen an? Sehen eigentlich ziemlich hässlich aus. Gegner werden angezeigt und das nicht zu knapp, glaube ich. Wer ist da? Albert hier nicht rum, ihr kennt mich. Ihr haltet euch für gerissen, nicht wahr? Und ob. Wer auch immer ohne Hauserlaubnis hierher kommt, gehört uns. Ich glaube, wir bekommen endlich ein bisschen Unterhaltung. Ja, das heißt wohl kämpfen. Genau. Seid vorsichtig. Ohne Falle hier, da müssen wir aufpassen. Aber wie viele Gegner haben wir denn hier? 1, 2, 3. Sind nur 3? Wollen wir unsere
Ah ne, da hinten stehen noch mehr. Waren alle betäubt, deswegen haben wir doch so ein bisschen Probleme. Oha. Ganze Brigade Bogenschützen hier. Gemetzel hier unten. So, jetzt haben wir sie. Zumindest mal den ersten Trupp. Aber es werden schon mehr angezeigt. Sieht man schon auf der Minimap unten mit dem kleinen roten Pfeil. Da geht's gleich weiter. Vorher schnell looten. Und Alistair hat einen Stufenaufstieg. So, sonst haben wir hier erstmal nichts, aber die hier vorne, ja, die haben auch noch was. Gut, fangen wir an. So, alles eingesackt, dann mal schnell. Hier nochmal, nee, nichts vergessen, da geht's runter, schnell den Alistair verarzten hier. Und zwar hau ich jetzt bei ihm mal alles in Stärke. Oder? Konstitution. Hat er eigentlich genug? Mit seinen ganzen, ja, Bonuswerten auf seiner Ausrüstung hat er schon fast 60 an Konstitution. Also schon richtig gut im Life. Deswegen können wir immer was in Stärke packen. Tut seinem Schaden ja nur gut. So, und dann weiter. Ich denke, die nächsten Gegner warten schon auf uns. Tja, hier eine Tür. Vielleicht was zum Looten hier. Zumindest keine Gegner. Das ist ja schon mal positiv. Ah ja. Wahrscheinlich hier auch bloß ein bisschen Krims. Aber Severin hat seine ersten Kämpfe heil überstanden. Nachdem er ja beim letzten Mal gleich in seiner ersten Aktion gestorben war. Heute kann er sich wieder beweisen und sah ja ganz gut aus. Oh Mann. Hier ist ja fast in jedem Raum irgendwer drinne. Hm, also alles werden wir nicht schaffen. In dieser Folge, das ist jetzt schon abzusehen. Ein Raum schnappen wir uns noch. Mabaris und Wachen werden hier angezeigt. Gehen wir mal vor mit unserem Templar-Tank. So, die Bogenschützen schnell außer Gefecht setzen. Dann haben wir nur noch das Hunderudel da, das Mabari-Rudel. Die sind natürlich nicht ohne. Aber es sollte eigentlich hinhauen hier. So, das war's. Dann kicken wir mal fix, ob hier noch was rumliegt, was wir mitnehmen können. Boah. Wundumschlag. Aber das war auch fast schon alles, ne? Da draußen steht noch irgendwo eine Truhe. Ist die jetzt auf dem Gang hier? Ne, hinter der Mauer wahrscheinlich. Na gut, nächsten Raum müssen wir beim nächsten Mal machen. Ich denke, ein paar Gegner haben wir noch. Also für diese Folge hier Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um Al-Hau. Bye, bye.